Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag natürlich selbstgemacht. Heute möchte ich mit euch eine Bratwurst machen, aber ohne dass ich irgendein Equipment wie einen Wurstfüller oder Naturdarm oder sonst irgendwas brauche. Und zwar ganz einfach im Glas eingekocht. Und wenn man das Ganze dann zubereitet, sieht das Ganze später so aus. Und ich würde vorschlagen, wir reden nicht lang, wir legen einfach los. Wenn wir Bratwurst machen wollen, brauchen wir erstmal Fleisch. Ich zeige euch mal, was ich hier habe. Ich habe zum einen Rouladenfleisch vom Rind. Ich habe hier aus der Keule vom Schwein ein mageres Stück und ein Bauchstück, ein bisschen Fett dran. Die Schwarte habe ich allerdings runtergeschnitten. Und den Knorpel nehmen wir gleich auch noch raus. Aber das schneiden wir jetzt erstmal in grobe Stückchen, weil das müssen wir ja wolfen. Hackfleisch ist eine sehr sensible Geschichte. Wer keinen Fleischwolf hat und fertiges Hack halb und halb holt, bitte nicht abgepackt in diesen unter Schutzatmosphäre verpackten Dingern, weil die Schutzatmosphäre sorgt zwar dafür, dass die Keime langsamer wachsen, aber sie wachsen. Und diese Schutzgasatmosphärenpackungen mit Fleisch, die verzögern das Ganze nur und sind eine Woche oder länger haltbar. Die Chance, dass ich mir damit einen Misserfolg einhandel, ist am größten. Und wenn ich das Fleisch nicht selber wolfe und das Ganze machen möchte, dann bereite ich alle Arbeitsschritte vor, dass alles parat steht, gehe dann zum Metzger und hole mir das frisch durchgelassene Hack halb und halb. Gehe direkt nach Hause und ohne große Zeitverzögerungen lege ich dann los, um möglichst die Zeit, die Hackfleisch hat eine sehr große Oberfläche. Und durch diese große Oberfläche können die Keime deutlich schneller wachsen. Und dann ist halt Zeit der entscheidende Faktor und natürlich Frische vom Hackfleisch. Ich habe lang überlegt, ob ich es überhaupt zeigen soll, weil, ja, wenn ich da nicht wirklich drauf achte, ist der Misserfolg vorprogrammiert. Deswegen sage ich es jetzt auch so eindringlich. Wer keinen eigenen Wolf hat, wie gesagt, alles vorbereiten und dann mit dem Fleisch vom Metzger direkt loslegen. Hier den Knorpel schneide ich raus. Den will ich nicht in meiner Wurst haben. In meiner Küche herrschen hier ja Kühlschranktemperaturen, hätte ich fast gesagt. Ich habe jetzt im Vorfeld extra gelüftet, damit die Temperatur möglichst niedrig ist, um dem Hackfleisch keine Chance zu geben, irgendwie zu verderben. Und ich finde das halt schön, weil man mit der Bratwurst im Glas ohne großes Profi-Equipment, also ohne dass ich einen Wurstfüller habe, Naturdarm oder Kunstdarm anschaffen muss, dass ich ja auch nicht überall so um die Ecke kriege, da kann ich trotzdem meine Bratwurst machen. Und das finde ich halt ganz klasse, dass ich darauf zurückgreifen kann. Ich weiß genau, was drin ist. Kann die Würzmischungen bestimmen, wie ich sie gerne mag. Und ja, das ist doch was Feines. Meine Gläser habe ich schon vor 2-3 Stunden ausgekocht und kopfüber auf Küchenpapier gestellt. Die Gläser sollen ja dann beim Einfüllen nicht heiß sein. Deswegen habe ich das schon vorbereitet. So, dann gehen wir nahtlos über und wolfen das Fleisch. So, damit wir auch eine Bindung kriegen, wir müssen das Ganze zweimal wolfen. Und da ich in der größeren Schüssel besser arbeiten kann, fülle ich das jetzt erstmal um. So, ums Saubermachen vom Fleischwolf kümmere ich mich später, weil jetzt muss es flott gehen. Ich habe jetzt hier das doppelt über die feine Scheibe durchgelassene Hack. Dann habe ich hier Salz. Pfeffer. Zimt und Piment. Die genauen Mengen übrigens wieder in der Videobeschreibung. Und dann habe ich hier Majoran und Thymian. So, jetzt heißt es, das Ganze ordentlich durchkneten, damit die Gewürze auch überall ordentlich drankommen. Und wie gesagt, wenn das Hackfleisch erstmal durchgelassen ist, ist ein bisschen Eile geboten. Bei uns ist die Gewürzmischung schon nach unserem Geschmack abgeschmeckt. Da weiß ich, ich muss nichts mehr nachwürzen. Aber die Geschmäcker sind ja verschieden.
Wer jetzt die rohe Hackmasse nicht probieren kann oder mag, der nimmt einfach ein kleines Stück, haut es in die Pfanne, stellt dann aber das Hackfleisch bitte in den Kühlschrank, brät es durch, um zu gucken, ist es genug gewürzt. Also für mich, sprich für Matthias und meinen Geschmack, ist es in Ordnung. Aber wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden, schmeckt bitte ab und notfalls, indem man ein Stückchen brät. So, dann hole ich meine Küchenwaage und meine vorbereiteten Gläser. Jetzt habe ich hier vorbereitet Sturzgläser, damit ich die Masse auch stürzen kann später, um sie in Scheiben zu schneiden und zu braten. Das sind 290 Milliliter Sturzgläser. Einmal mit 100er Rundrand. Da ich nicht mehr genug hatte, habe ich noch zwei etwas höhere, die haben aber die gleiche Milliliter Inhalt, dann aber mit dem 80er Gummi und Deckel. So, dann machen wir die erstmal an, weil etwa 200 Gramm sollen in jedes Glas. Dass ich das erstmal fertig mache und dann drücke ich später in die Gläser, damit unten keine Luft mehr ist. Ja, passt. So, jetzt ist es natürlich wichtig, Waage wieder weg, dass wir das Ganze da reinpressen, um die Luftbläschen unten rauszuholen, weil ich möchte da unten keine Lufteinschlüsse haben. Das heißt, ich muss hier ein bisschen drin rumstumpen, um die komplette Luft da unten rauszukriegen. Auch mal mit dem Finger einfach in die Mitte und wieder glatt drücken. Wenn von außen was dran kommt, ist nicht schlimm. So, hier ist noch ein bisschen Luft. Lufteinschluss ist nicht gut. Lufteinschluss muss weg. Und am besten macht man das, wenn man es in der Hand hat. Dann kann man nämlich wunderbar überall auch richtig hingucken und mit den Fingern nachhelfen, sie rauszubekommen. Und wenn ich oben eine glatte Oberfläche habe, ist es nachher schöner, das Endprodukt auch in Scheiben zu schneiden, in gleichmäßige Scheiben. So, und dann einmal den Glasrand wieder richtig sauber machen. Für den Fall, dass doch irgendwo was zurückgeblieben ist. Dann geht es ans Verschließen. Ich habe hier meine Deckel und Gummiringe. Gucke ich erstmal, ob ich die zwei kleinen Gummiringe finde auf Anhieb. Das sieht gut aus und das sieht auch gut aus. So, das sind die 80er für die zwei höheren. Dann kommen die anderen. Wenn ihr die Kräuter variieren möchtet, bitte nur mit getrockneten Kräutern, keine frischen Kräuter nehmen. Die würden das Gären begünstigen und eure Arbeit und euer Materialeinsatz wäre vergebens, weil ihr das Ganze dann wegschmeißen könnt. So, das letzte Glas, dann einmal Klammern drauf, zwei Stück. Und wie gesagt, nachdem das Hackfleisch gemahlen ist, ist wirklich Eile geboten. Je länger der ganze Prozess dauert, umso mehr haben Keime, die am Fleisch sein können, die Möglichkeit, sich zu vermehren. Dann dürfen die alle da drin Platz nehmen. Und wir haben kalten Inhalt, das heißt, wir brauchen auch kaltes Wasser, seit wir jetzt kommen. Okay, das ist ausreichend. Wie ihr seht, die Gläser hier stehen bis zur Höhe vom Inhalt vom Einkochglas im kalten Wasser. Dann können wir den Deckel drauf machen. Und dann brauchen wir kochen. Und wir brauchen 120 Minuten. Der Einkochtopf heizt jetzt langsam auf. Wenn er die 100 Grad erreicht hat, beginnt meine Zeitschaltuhr rückwärts zu laufen. Diese Automatik hat nicht jeder. Wer das nicht hat, der muss halt darauf achten, wenn das Lichtchen ausgeht, ist die Temperatur erreicht.
Und ab da dann die 120 Minuten. Nicht vorher. Da ist es ganz wichtig, wir brauchen 120 Minuten bei 100 Grad. Und wenn wir die rausholen, sehen wir uns wieder. So, da sind wir zurück. Die Gläser sind abgekühlt. Wenn ihr die aus dem Einkochautomaten holt, nicht erschrecken. Ihr habt einen kleinen Hackfleischklumpen in jede Menge Fleischbrühe. Beim Abkühlen nimmt das Fleisch aber den größten Teil der Flüssigkeit auch wieder auf. Jetzt haben wir hier immer noch Flüssigkeit drinne. Wenn das aber im Keller ja, etwas kühler gelagert wird, dann wird das Ganze auch zu Gelee werden. Und wir machen jetzt mal ein Glas zusammen auf. So. Und dann holen wir das Ganze mal raus. Ich habe die Pfanne schon angemacht und schneiden das in Scheiben. Und dann braten wir das ganz normal wie eine Bratwurst auch. Und das Schöne, wir können den Fettgehalt, die Gewürze, die Inhaltsstoffe alles selbst bestimmen. Und uns reicht so ein 290 Milliliter Glas problemlos für zwei Personen. So, und dann braten wir die noch schnell durch. Wichtig, wir haben ja hier keine Säure. Das heißt, man sollte es nicht kalt verzehren. Auf jeden Fall durcherhitzen für den Fall, dass sich Sporen gebildet haben, dass man keine gesundheitlichen Probleme bekommt. Meine Eltern essen es einfach auf dem Brot, aber das Risiko muss jeder selber abwägen. Wer sicher sein will, erhitzen, dann besteht kein Risiko. Fertig gebraten sieht unsere Bratwurst jetzt so aus. Und was auch immer ihr zu Bratwurst esst, wir essen am liebsten Kartoffelpüree und Gemüse oder einen Salat dazu. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über einen Kommentar, einen Daumen hoch und ein Abo freuen. In dem Sinne, viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.